Ich muss jetzt wirklich. Komm, ein paar Sekunden. Hm? Ja, wenn jemand reinkommt. Wissen doch eher, dass wir zusammen sind. Erich, bitte. Nur wenn du mir sagst, dass du mich liebst. Ich liebe dich. Sehr? Sehr. Wie sehr? Zum wahnsinnig werden sehr. Bis später. Was, eine Verbrennungs-OP und von der Wert operiert? Ja. Da muss mich assistieren lassen. Aber... Nee. Sag bloß, die steht auf dieses Ekelpaket. Sie ist jedenfalls zurzeit seine glühendste Bewunderin. Die arme Schnecke. Echt. Was ist mit ihr? Ich glaube, sie hatte einen epileptischen Anfall. Hey, hallo. Können Sie mich hören? Sind Vorerkrankungen bekannt? Sie hat Krebs im Endstadium. Welchen? Ein Hirntumor. Sie kämpft schon wieder in den Schockraum. Clonazepam. Herzstillstand. Julia! Super aus der Notfallschale. Warten Sie bitte. Ja. Sie ist wieder da. Wir brauchen sofort ein CT, sie hat einen Hirntumor. Wird sie noch therapiert? Jetzt versuche ich noch in Erfahrung zu bringen. Sie hatte einen Herzstillstand, aber keine Sorge, ihr Zustand ist stabil. Sie entschuldigen mich. Sind Sie eine Verwandte? Ich bin Ihre Lebensgefährtin. Ihre Freundin, welche Art von Tumor hat sie? Ein Astrozytom. Vor einem halben Jahr ist sie operiert worden. Danach war sie monatelang in der Klinik, von einer Chemotherapie zur nächsten. Dazwischen immer wieder Bestrahlungen. Wo? Im UKE. Und was hat die ganze Tortur gebracht, dass sie immer schwächer und schwächer wurde? Und vor 3 Wochen hat sie beschlossen, dass sie sämtliche Therapien abbricht. Und... ja, sie wollte in Frieden zu Hause sterben. Danach ist sie richtig aufgeblüht. Bekommt sie Schmerzmittel? Morphium. Hatte sie schon mal so einen epileptischen Anfall? Sie ist ein paar Mal umgefallen, aber darauf war ich nicht vorbereitet. Entschuldigung. Ich fordere Sie auf, diese Frau unverzüglich der Klinik zu verlassen. Sie haben keinerlei Rechte, ihr irgendwelche medizinischen Auskünfte zu geben. Julius Exmann. Noch bin ich mit ihr verheiratet. Haben Sie keine Patientenverfügung? Nein. Na bitte, da hören Sie es. Sie hat keinerlei Rechte. Absolut keinerlei Rechte. Aber warum haben Sie keine Patientenverfügung gemacht? Wer denkt denn an sowas? Sie ist doch nicht erst seit gestern krank. Er hat uns verachtet. Er hat uns gehasst aus tiefstem Herzen. Er hat den Kontakt zu Julia abgebrochen. Sie wollte ihm die ganze Sache erklären. Er wollte nichts wissen. Erst nachdem er erfahren hat, dass sie sterben würde. Dann war er hinter ihr her. Wie der Teufel hinter der armen Seele. Ist sie wohlhabend? Ach, ich denke, er kann es nur nicht ertragen, dass er verlassen worden ist. Vor allem nicht wegen einer Frau. Warum kann er die Frau nicht in Frieden sterben lassen? Du weißt ja, wozu die bucklige Verwandtschaft fähig ist. Stell dir mal vor, uns würde sowas passieren. Verkehrsunfall oder... Also meinem Vater traue ich einiges zu. Der würde alles dafür tun, um seinen Sohn endlich wieder bei sich zu haben. Hättest du schlechte Karten. Deshalb sollten wir miteinander reden. Dr. Voss, Dr. Jaspers bitte zur Einlieferung. Dr. Voss, Dr. Jaspers bitte. Wir müssen unbedingt über unsere Zukunft sprechen. Ja? Ich meine, zusammenziehen wollten wir ja ohnehin schon und... Ja. Deswegen sollten wir ein paar Vorkehrungen treffen. Klar will ich dich heiraten. Was? Ich dachte, du fragst mich nie.
Ich sag von ganzem Herzen ja. Wo ist er? Guten Abend. Guten Abend, Frau Buser. Nehmen Sie einen Moment Platz. Er wird gleich bei Ihnen sein. An seiner Stelle würde ich mich scheiden lassen. Eckscheidung, jetzt wird er erstmal geheiratet. Wer? Papier. Was? Herr Dr. Scholl? Kommen Sie. Julia ist aufgewacht, sie kann wieder reden. Sie entschuldigen mich? Sie kann wieder ganz normal sprechen.